Wenn wir von sauberer Energie sprechen, das heißt von Energie aus erneuerbaren Quellen, so spielt die Photovoltaik sicher eine Hauptrolle. Sonnenenergie und damit Photovoltaik ist ein zentraler Punkt der Strategie zur Steigerung der Energieproduktion aus nachhaltigen Quellen. In Südtirol wird sie zu einem wichtigen Pfeiler im Kampf gegen den Klimawandel. Die Kosten sind nämlich konkurrenzfähig und Privatpersonen und Unternehmen zeigen ein immer größeres Interesse daran. Der Einbau einer Photovoltaikanlage ist eine interessante Möglichkeit, um den Strombedarf zu reduzieren und somit auch die Kosten für die eigene Stromrechnung. Weiters ist hier eine erneuerbare Energieform und deshalb trägt es auch zum Klimaschutz bei. Was ist der Unterschied zwischen einer Photovoltaikanlage und einer thermischen Solaranlage? Eine Photovoltaikanlage produziert elektrischen Strom. Im Unterschied zu einer thermischen Solaranlage, die Warmwasser produziert. Also die Photovoltaikanlage produziert den elektrischen Strom für den Betrieb unserer Haushaltsgeräte, Ladung von Elektrofahrzeugen und so weiter. Eine thermische Solaranlage hingegen produziert Wärme, warmes Wasser für die Warmwasserbereitung und eventuell auch Integration der Heizungsanlage. Worauf sollte man besonders achten, bevor man eine Photovoltaikanlage einrichtet? Bevor ich eine Photovoltaikanlage installieren kann, muss ich prüfen, ob ich ein geeignetes Dach oder eine andere geeignete Fläche zur Verfügung habe, um diese Anlage einbauen zu können. Es ist nämlich in Südtirol nicht überall möglich, zum Beispiel als Freiaufstellung eine Anlage einzubauen. Und dann natürlich schauen auf dieser Fläche, wie viel Energie ich damit produzieren kann. Als nächstes ist zu überprüfen, wie viel der produzierten Energie wir selbst verbrauchen können. Je höher der Eigenverbrauch der produzierten Photovoltaikenergie ist, desto schneller amortisiert sich die Anlage. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, den Verbrauch in die Mittagsstunden, in die Tagesstunden zu verlegen, wenn die Photovoltaikanlage Strom produziert. Eine andere Möglichkeit ist es, Speicherbatterien einzubauen. Allerdings sind diese Batterien derzeit noch eher teuer, sodass diese Investition gut zu überlegen ist. Warum sind die Preise für Photovoltaikpaneele in den letzten Jahren so stark gesunken? Die Kosten für den Einbau einer Photovoltaikanlage sind in den letzten Jahren erheblich gesunken. Man sollte sich hier an mehrere spezialisierte Firmen wenden, um verschiedene Angebote einzuholen. Weiters ist es wichtig, vor der Anschaffung zu prüfen, ob ich die Möglichkeit habe, Förderungen in Anspruch zu nehmen. Beispielsweise gibt es die staatliche Steuerabschreibung für bestehende Wohngebäude, die sehr interessant sein kann. Und natürlich auch die Anschaffungskosten zu finanzieren, also die Finanzierungskosten zu prüfen. Welche Ziele im Bereich Photovoltaik sind im Klimaplan Südtirol 2040 vorgesehen? Der Klimaplan setzt sich als Ziel für Photovoltaik innerhalb 2030 eine Leistungserhöhung von 400 Megawatt zu erreichen gegenüber dem Bezugsjahr 2019, in dem 270 Megawatt installiert waren. Demzufolge müssen wir die 670 Megawatt erreichen. Die größte Anzahl an Anlagen ist im Zeitraum von 2009 bis 2013 errichtet worden, dank der Förderungen des sogenannten Conto Energia. Hier sind 240 Megawatt allein in den letzten 4 Jahren errichtet worden. Ab 2014 dann, als die Förderung ausgelaufen ist, haben wir einen sehr starken Rückgang zu verzeichnen, fast einen Stillstand. Es sind keine neuen Anlagen errichtet worden bis zum Jahr 2022. Hier können wir wieder einen starken Anstieg verzeichnen. Sicherlich aufgrund der globalen Energiekrise und der Teuerung der Strompreise, aber auch dank des starken reduzierten Preises der Photovoltaikpaneele selbst. Hier sind 1600 Anlagen allein voriges Jahr errichtet worden für eine installierte Leistung von 30 Megawatt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir über 300 Megawatt in Südtirol installiert haben.
Welche Maßnahmen hat das Land Südtirol getroffen, um den Ausbau von Photovoltaikanlagen zu fördern? Die Landesförderungen, die im Jahr 2023 eingeführt worden sind zugunsten der Photovoltaik, sind sehr gut angenommen worden von den Bürgerinnen und Bürgern und von den Firmen. Wir haben viele Ansuchen dafür eingereicht und das lässt auch darauf abzielen, dass auch für heuer eine Leistungserhöhung zu erwarten ist und auch der Anteil an erneuerbarer Energien ansteigt. Entscheiden Sie sich für Photovoltaik und schützen Sie das Klima.